Hat die Influencerin Elaine Victoria alles nur getan, um Jamo zu gefallen, obwohl sie vieles nicht wollte? Ihr neuestes Statement sorgt für sehr viel Verwirrung. An der Aldi-Kasse dreht die damals noch unbekannte Blondine ein kleines Video und geht viral. Mehrere Millionen schauen ihr zu. Wenig später kennt sie jeder, auch ihr zukünftiger Freund Jamo. Sie lernen sich kennen und kommen sogar zusammen. Ihm zur Liebe konvertiert sie zum Islam und so heiraten sie auch islamisch. Was dann folgt, ist ein Schock, denn nur wenige Monate später trennen sie sich wieder. Warum genau, ist leider bis heute unklar. Beide schweigen zu den Vorwürfen. Nun packt sie in ihrem Livestream auf TikTok aus. Sie behauptet zu dem Zeitpunkt noch jung zu sein und vieles getan zu haben, was sie heute nicht machen würde. Bereut sie eventuell ihre Entscheidung mit ihrem Influencer-Freund? Aus heutiger Sicht würde sie vieles so nicht mehr tun. Was genau, lässt sie offen. Die Fans spekulieren nun, was gemeint sein könnte. Ich wollte halt die beste Version sein, die er liebt.